Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira, und wir machen heute japanische Pancakes. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie man normale Pancakes macht, und jetzt dachte ich, muss ich hier unbedingt mal für euch diesen neuen Trend ausprobieren, der gerade aus Japan zu uns rüberschwappt, und zwar die japanischen Pancakes. Die Hauptunterschiede zu den normalen bestehen eigentlich darin, dass die japanischen um einiges höher sind und ein bisschen süßer als die anderen. Deswegen braucht ihr auch unbedingt so einen Ring hier. Den könnt ihr entweder bestellen, Link dazu gibt's in der Infobox, oder mal schauen, ob ihr den woanders in einem Laden einfach bekommt. So, wir fangen an, indem wir die trockenen Zutaten miteinander vermischen. Da habe ich hier Mehl, eine Prise Salz, Backpulver, Natron und Zucker. Salz, Backpulver und Natron und Zucker. In unserer großen Schüssel verschlagen wir dabei schon mal die Eier mit der Milch und geben etwas Vanilleextrakt dazu. Und dann können wir auch schon langsam unsere trockene Mischung dazugeben. Und abschließend kommt noch etwas geschmolzene Butter dazu. Bevor wir mit dem Braten anfangen, müssen wir unseren Ring einmal mit geschmacksneutralem Öl einreiben. Wir wollen ja nicht, dass der Teig daran kleben bleibt. Die Pfanne habe ich auf niedere bis mittlere Hitze, eher niedriger, beheizt. Und jetzt kommt der Ring einfach da in die Mitte und der Teig hinein. Die Pfanne selber habe ich nicht gefettet, so wie bei den anderen Pancakes auch. Denn wir wollen ja, dass die wieder unten und oben so eine schöne, braune, gleichmäßige Fläche haben. Ihr macht den Ring am besten so halb bis drei Viertel mit Teig voll. Und jetzt dauert das so ungefähr 3 bis 4 Minuten, bis ihr den Pancake wenden könnt. Ihr seht dann auch, dass so kleine Bläschen an der Oberfläche entstehen. Daran merkt ihr dann auch, wann der Pancake bereit ist, gedreht zu werden. Und wenn das an dem Rand so ein bisschen anfängt, fest zu werden. Jetzt können wir den Pancake umdrehen. Ich sehe, hier haben sich schon so Blasen gebildet und am Rand ist es auch schon fester geworden. Jetzt muss ich hier mal schauen, dass ich vorsichtig mit meinem Pfannenwender hier drunter komme. Und jetzt, weil das Ganze ziemlich schwer ist, versuche ich das mal so zu wenden, dass ich die Pfanne hier schon so dagegen halte. Und dann mit Schwung. So, das hat geklappt. Die andere Seite braucht nicht so lange wie die Seite davor. Also so ungefähr 2 Minütchen sollten reichen. So, jetzt heben wir den Pancake da raus. Eventuell müsst ihr mit einem schmalen Messer ein bisschen den Rand lockern, ein bisschen entlang schneiden, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber eigentlich geht das ja ganz gut. Der Ring ist wieder sauber und geölt. Und jetzt machen wir die zweite Runde. So, der zweite Pancake ist auch fertig und den stapel ich jetzt hier mal so auf den anderen drauf. Und dann kommt noch ein bisschen Butter oben drauf und natürlich Ahornsirup. Und so sehen die japanischen Pancakes dann aus, wenn sie fertig sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Sagt mir unbedingt, wie sie bei euch geworden sind. Macht Fotos und ladet sie bei Instagram hoch mit Hashtag IamBakeClub und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich probiere jetzt. Mmh.